Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom American Truck Simulator aus der 1.46. Kein Beta, es ist die 1.46, die ist released worden, weshalb ich jetzt auch wieder im American Truck Simulator spiele, weil wir haben auch hier jetzt die World of Trucks Touren. Also die sowieso, aber auch die Halloween-Touren, das Halloween-Event ist auch hier jetzt aktiv. Und ja, dass die Chance nutzen war und führen die letzten vier Aufträge jetzt hier aus, bevor das Event natürlich vorbei ist und bevor oh, das ist sogar hier direkt. Sehr schön. Und natürlich bevor am 15. November das Texas DLC rauskommt. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Und auch freue mich auch riesig drauf, das mit euch zu spielen. Und dachte mir deswegen halt, fahren wir das Halloween-Event jetzt hier im American Truck Simulator fertig. Dann zieht sich das im Euro Truck Simulator auch nicht so ewig lang, weil da läuft es eh schon eine ganze Weile. Oder läuft auch noch eine ganze Weile, wenn ihr diese Folge seht. Ja, hier müssen wir absenken. Ne, ich glaube, ich stehe einfach nur doof davor. Das kann natürlich auch sein. Zeit zu gehen. So. Hoch mit dem Bobbes. Ja. Optik hat sich natürlich nichts geändert. Deswegen gehen wir auch mal wieder in den Truck rein. Wine, genau, rein natürlich. Da ist frei. Ich hätte eigentlich blinken sollen, aber naja, okay. Demnächst rechts abbiegen. Jetzt blinken wir. Biege nach rechts ab. Wir biegen nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Gucken wir gleich mal, wenn wir auf dem Highway sind, wie denn, wie viel Fahrzeit wir haben. Das ist sehr schön. So. Dann gucken wir mal. 2 Stunden 57 Minuten, das ist ja perfekt. Das sollten wir locker diese Folge schaffen. Vielleicht können wir die nächste Tour auch schon anfangen. Wäre ja sehr gut, wenn das klappen würde. Und dann fahren wir hier durch die Lande. Ja, wie ich schon erwähnte, 15.11. kommt das Texas DLC. Werde ich mir natürlich holen und dann auch gucken, ob ich es am Dienstag schon aufnehmen kann, sonst dann halt Mittwoch. Und ja, werde dann American Truck Simulator jetzt vorerst mal im 16 Uhr Slot laufen lassen, bis Euro Truck Simulator ausgelaufen ist und dann wieder auf den 14 Uhr Slot wechseln.
Also nicht wundern, wenn das jetzt zu ungewohnten Zeiten kommt. Das läuft momentan jetzt dann im Wechsel mit einem Euro Truck Simulator, wo ich ja die Eventfolgen schon vorab aufgenommen habe. Deutlich vorab aufgenommen habe. Also die werden jetzt noch, ich glaube, anderthalb, zwei Wochen oder so noch laufen. Irgendwie sowas. Und nur die letzten vier hier, die seht ihr jetzt quasi vorab, weil ich die ja jetzt im American Truck Simulator bin, fertig fahre. Sonst hätte ich sie einfach eingereiht, aber das ist ja jetzt nichts, das in chronologischer Reihenfolge laufen muss. Deswegen denke ich, geht das auch so ganz gut. Dürft euch dann einfach nur nicht wundern, warum zum Euro Truck Simulator noch bei Tour 2, 3, 4 oder so bin und hier jetzt schon bei Tour 10. Das ist einfach dadurch bedingt, dass ich halt das jetzt in einem anderen Programm weitermache, ne? Wie sieht es mit Schlafenszeit aus? 3-4 Stunden haben wir noch. Dann fahren wir auch noch ein bisschen. Dann können wir vielleicht die Nacht wieder verschlafen. Oder halt nach dieser Tour hier, ne? 4 Stunden. Jetzt geht's in die Berge. Speed Limit 70, ja. Da fahren wir die Kollegen da vorne jetzt dann aber gnadenlos davon. Weil die 70 erreiche ich nicht. Da kann ich machen, was ich will. Aber macht ja auch nichts, sonst stehen sie uns schon nicht im Weg rum, ne? Wobei, die fahren auch nicht schneller als 65, habe ich den Eindruck. Ah, oder? Doch. Bisschen. Bisschen. Die Gegend ist schon ein Traum. Ich bin mal sehr gespannt, wie das in Texas aussehen wird. Texas müsste ja, glaube ich, dann weiter südlich sein, ne? Also müsste weiter unten im Süden dann wieder andocken. Wenn ich nicht ganz falsch liege. Aber das können wir nochmal später gucken. Wenn wir den nächsten Auftrag auswählen, da sieht man das ja eigentlich immer recht gut. Hier auf der Map, also wenn ich jetzt auf Map gehe, da sehe ich es leider nicht. Aber bei der Auswahl der Touren, da sieht man es. Aber da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, ne? Dauert noch ein bisschen, bis wir am Ziel sind. Ja, für die, die letzte Folge verpasst haben, mit meinem Umzug bin ich leider wieder ein bisschen vom Ziel entfernt, ein bisschen weiter. Achtung, achten Sie auf. Ursprünglich war ja Anfang Dezember Umzug geplant und jetzt hat sich's leider auf Anfang Februar verschoben. Was ich sehr bedauerlich finde. Aber hat insofern sehr großes Glück, dass ich hier einen sehr flexiblen Vermieter habe,
wo ich jetzt, also der aktuelle noch, wo ich gerade noch wohne, der gesagt hat, es ist überhaupt kein Thema. Ich kann bis Anfang Februar hier in der Wohnung bleiben. Das geht klar. Das freut mich natürlich oder hat mich auch sehr gefreut. Bin ich ihm auch sehr dankbar für. Weil alles andere wäre nur kompliziert geworden. Und so ist halt der einfachste Weg. War aber auch insofern halt Glück, dass es insofern keine direkten Nachmieter gibt, sondern ist ja war ja wegen Eigenbedarf gekündigt, weil die Wohnung an die obere Wohnung im Haus angeschlossen werden soll wieder. Gehörte früher schon mal dazu, ist dann mal irgendwann aufgeteilt worden und soll jetzt aber auch wieder zurück, weil die Familie oben, da wohnt die Tochter, die übernimmt jetzt das Haus und die brauchen die Räumlichkeiten dann hier unten. Aber da ist jetzt kein Drama, wenn es ein, zwei Monate später wird. Hat sie selber mit mir auch gesagt, habe erst mit ihr gesprochen, anschließend mit ihrem Vater, weil ihr Vater ist der eigentliche Noch-Vermieter im Moment. Aber sie hat auch schon gesagt, das ist gar kein Thema. Also von ihrer Seite geht das auf jeden Fall klar. Sie muss dann den einen oder anderen Handwerkertermin nochmal verlegen kurz. Oder muss sie halt verlegen. Aber ansonsten ist das für sie ganz selbstverständlich, dass ich da jetzt dann noch die 2 Monate länger bleiben darf. Habe ich mich echt gefreut und es zeigt dann doch auch immer wieder mal, dass es ein echt von Vorteil ist, wenn man ein gutes Verhältnis zum Vermieter hat. Dann sind solche Dinge auch unkomplizierter möglich. Ich meine, klar wäre ich jetzt einfach so rausgegangen und er hätte Nachmieter, dann hätte es natürlich anders ausgesehen, aber auf diese Art geht es oder ging es. Ja, wir fahren hier so schön durch die Wüste. Ich werde jetzt bei meinem Auto demnächst mal die Winterreifen draufziehen. Ich bin tatsächlich jetzt noch Mitte November auf Sommerreifen unterwegs. Aber überlegt, ob ich jetzt schon auf ob ich jetzt auf Winterreifen gehen soll oder erst später oder wie auch immer, weil man weiß ja, noch soll das Wetter erstmal so mild bleiben wie im Moment. Also da wären Sommerreifen im Prinzip besser. Solange es halt kein Raureif oder so gibt. Oder Eis oder Schnee. Aber jetzt am Wochenende, also am, was haben wir heute? Mal Mittwoch, den 9. Also Freitag, 11. Samstag, 12. habe ich A Zeit. Und B soll das Wetter da noch schön sein, also soll sonnig sein. Und da habe ich mir gedacht, dann mache ich das doch lieber jetzt, wenn es noch sonnig ist. Ich fahre eh nicht viel. Zurzeit fahre ich 26 Kilometer am Tag etwa. 13 zur Arbeit hin, 13 von der Arbeit wieder zurück. Ein Tag die Woche mal noch einen kleinen Schlenker wegen Einkauf, aber das sind auch nur 4-5 Kilometer Umweg, wenn überhaupt. Links halten und dann rechts halten. Was? Rechts halten und dann rechts abbiegen. Dann dachte ich mir, das kann ich eigentlich auch auf den Winterreifen noch fahren. Und wenn dann nämlich tatsächlich mal, oh, ist gar keine Einfädelspur, wenn dann plötzlich mal Schnee kommen sollte,
meine jetzt, theoretisch kann es jederzeit passieren, dass von einer auf die andere Woche plötzlich ein Kälteschub kommt. Dann ist es natürlich ganz praktisch, wenn man da schon gerichtet ist und das nicht möglicherweise bei Regen oder so machen muss. Weil ich habe hier auch keine Möglichkeit, das irgendwo unterm Dach zu machen. Also ich mache das unterm freien Himmel. Und ich glaube, das ist bei Sonnenschein und einigermaßen angenehmen Temperaturen deutlich angenehmer, als wenn man das bei Frost und Regen oder möglicherweise Schnee machen muss. Und wie gesagt, viel kaputt macht man bei den Winterreifen nicht, bei der geringen Kilometerleistung. Es wird eh der letzte Winter sein, wo ich die fahre. Und dann links abbiegen. Das kommt davon, wenn man vordrängeln will. Wird eh der letzte Winter sein, wo ich die fahre. Die sind jetzt auch schon. Biege nach links ab. 9 Jahre, glaube ich, alt. Also von dem her sind sie eh schon an einem Alter. Haben noch, ja, und knapp 5 mm Profil, also sie sind dann auch eh nicht mehr die besten. Aber für das bisschen, also wenn wir überhaupt mal Schnee hier haben, das sage ich im Schwarzwald wohnend, kommt es höchst selten vor, dass da wirklich mal Schnee liegt. Für das sind die allemal noch ausreichend. Und richtig in die Berge fahre ich ja nicht. Ein bisschen Steigung zur Arbeit hin. Die ist aber in der Regel auch gut geräumt morgens, wenn ich fahre. Oh, wir sind am Ziel. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Wir sind am Ziel. Ja, ich biege nach rechts ab, sobald ich das kann. Freue ich mich. Haben wir die Tour auch geschafft. Dann sind es nur noch 2. Ja, dann gucken wir jetzt gleich noch Texas, wo das liegen wird. Habe ich euch ja versprochen. Suchen vielleicht auch noch kurz einen neuen Auftrag. Achso, blinken wäre vielleicht noch eine Option gewesen, ne? Das war eine schöne Fahrt. Blinkern. Oh, Moment. Genau, so. Die Variante. Dachte doch gerade, irgendwas fehlt. Irgendwas hat doch gefehlt. Hoppala. Da ist ja ein Anhänger. So. Und abgeladen. Ja, mal wieder $12.000 verdient. Wir gucken jetzt direkt mal hier externe Aufträge. So, genau. Arizona, New Mexico, Texas. Das wird das DLC sein, was jetzt kommt am 15. Das heißt, ich müsste mir dann auch einen Standort hier in New Mexico suchen. Momentan habe ich die Garage hier in Idaho, glaube ich. So, dann können wir auch gleich den Auftrag annehmen. Ja, das passt, den nehmen wir.
Und ja, ich sage damit vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Folge ist dann jetzt nämlich um. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.